Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Resident Evil Village. Der olle Fischmann ist besiegt und wir können die Mühle hinter uns lassen und haben wieder Schweinis. Ich glaube, die waren vorher... Wo kommen die her? Oder waren die schon die ganze Zeit hier? Weiß ich gar nicht. Oh, wartet mal, kann ich hier jetzt lang? Habe ich die Kurbel noch? Ja, ich habe die Kurbel noch. Kann es sein, dass sich die Tageszeit verändert, je nachdem, wie lange ich hier im Spiel bin? Denn jetzt, ja, ist der Nebel verzogen, die Sonne geht auf, das Schloss sieht richtig genial aus. Als ich in Rumänien angekommen bin, war noch düstere Nacht. Und jetzt sieht es eher aus wie, ja, früher Abend, später Nachmittag so. Auf jeden Fall die Grafik überzeugt. Kann ich hier unten weiter? Und wo komme ich hier oben hin? Oh oh. Ach, die Dinger. Die Flattermänner. Weil sie haben mich noch nicht gesichtet, oder? Ein Bergtierkadaver. Okay, das sieht ekelhaft aus. Wa, wa, wa. Yes. Oh, oh. No Scope, komm. No Scope. Boah, gibt's doch nicht. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Die droppen ganz schön viel Lei. Oder Lei? Wie spricht man das jetzt aus? Ich würde ja sagen Lei, denn da steht Lei. Aber korrigiert mich gerne. Ich höre hier irgendwo noch was. Hier irgendwo versteckt sich noch was. Oh. So, Ruhe jetzt. Boah, 1200. Was soll ich davon noch alles kaufen? Ich hab doch schon so viel. Ach du Schreck. Mit die habe ich gar nicht gerechnet. Kristalliner Schädel. Sehr schön. Dankeschön. Ich finde es ja cool, dass mit diesen schwächeren Gegnern auch irgendwie so wie so Zombies im Spiel sind. Die guten alten Resi-Zombies. Was erblicke ich denn hier? Eine Kugel der Meerjungfrau. Ah, das ist für das Kugellabyrinth. Sehr schön. Und das wäre dann der Weg hier oben über die Holzbrücke gewesen. Bedeutet, ich muss den Weg nicht mehr erkunden. Habe ich damit schon gemacht? Sehr schön. Effektiv und effizient. So lobe ich mir das. Und Magnum-Munition. Damit hätte ich jetzt schon 3 Schuss Magnum-Munition. Aber noch keine Magnum. Ich bin quasi ein Schütze mit Munition ohne Geschoss. Was kann ich hier machen? Mich hier wieder einklinken? Ich höre hier doch irgendwas.
definitiv ein Lykan. In dem Haus war ich schon. Oh ja, da. Nee, das ist der, den ich schon getötet habe. Dann hier oben. In der zerfallenen Hütte. Von der anderen Seite verschlossen. So, dann leise sein. Und dann... Okay, draußen ist noch einer. Hi, Lykan. Lykan? Wartet mal. Das sind andere Schritte. Ich habe ein ganz doofes Gefühl. Und keine Munition. Oh, fuck. Der Kumpel. Die Augen, die Augen. Anna, hör. Hat er mir gerade ein Stück Fleisch rausgerissen? Oh Gott, ich habe gar keine Heilung. Das ist nicht mein Fleisch da oben, oder? Saftiges Geflügel. Nein, das sieht nicht aus wie mein Fleisch. Oh, warte, warte. Ich habe eine Mine. Ich habe eine Mine. Komm her. Komm her, ich bin hier. Komm her, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm zu Papa. Alles gut. Und sehr gut. Kristalline Bestie. Ja, das zweite Mal gegen so einen Unhold. Sprich, die können also öfter kommen. Oh, im Haus gibt es noch Kraut. Das kann ich mir einfach hier durch die Wand nehmen. Ja, perfekt. So, was gibt's hier noch? Ein Dokument. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit dem Kadu machen. Es ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Kadu gemacht, aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Wolfsblut und Kadu. Und da kommen dann Lykans bei raus? Oder vielleicht sogar dieser Unhold, diese kristalline Bestie? Nee, das ist das Item. Die Bestie ist die Bestie. Damit würde sich zumindest erklären, warum das hier so werwolfsmäßige Gegner sind. Wolfsblut und Kadu. Oder Kadu. Ah! Wolfsbane. Yeah. Das ist dann wohl die Magnum. Ja, nettes Gerät. Nettes Gerät. Sehr schön. Okay, hier habe ich alles. Ja, interessantes Dokument. Das erklärt zumindest, woher die Lykans kommen. Beziehungsweise dieser Werwolf-mäßige Gegnertyp. War ich hier schon drin? Oh, shit! Nein, war ich noch nicht. Oh. Aua! Oh. Heidewitzka. Oh, 25 Schuss Pistolenmunition. Das hat sich gelohnt. So, erstmal gleich Arznei herstellen. Perfekt.
Ja, das Haus ist gelootet, das andere Haus. Wahrscheinlich hat der Riesenwolf, diese Riesenbestie hier alles gefressen. War das sein Mittagessen, Frühstück? Was weiß ich. Ich will es, glaube ich, auch gar nicht genauer wissen. Aber hier gibt es noch ein. Ah, da oben. Ja, noch ein bisschen Scharfschützenmunition. Sehr gut. Gut. Morose Labor. Oder Morose Labor. Ich glaube, Morose ist ein bisschen überbetont. Moreau. Oder Morion. Aber eigentlich, glaube ich, sagen sie alle Moreau. Hier ist noch ein Brunnen und eine Kiste. Sehr gut. Ein Kraut. Und die Brunnenkurbel. Ich finde ja die Idee mit dem Brunnen eigentlich ziemlich cool. Blendgeschosse, vielen Dank. Da hinten ist die Fabrik. Das könnte die Fabrik von Heisenberg sein. Ich glaube, das war jetzt auch die erste Waffe. Ganz kurz. Okay. Das ist jetzt auch die erste Waffe, an der man relativ schnell vorbeilaufen kann, finde ich. Die anderen Waffen, die findet man mit ziemlicher Sicherheit, aber hier besteht wirklich eine Chance, dass man vorbeiläuft. Ich glaube, jetzt habe ich hier auch alles, oder? Man merkt auf jeden Fall, dass Capcom ein gutes Stück in Richtung Open World gehen will. Aber sie machen es halt noch sehr vereinfacht. Das hat mir jetzt wenig gebracht. Sie machen es halt noch sehr vereinfacht. Man findet wirklich das meiste, wenn man einfach nur auf die Map schaut. Also es gibt zumindest, soweit ich weiß, noch keine ganz großen Geheimverstecke. Oder ich bin vielleicht einfach immer dran vorbeigelaufen und habe es noch nicht mitbekommen. Aber das wäre zumindest mal eine ganz geile Idee, wenn es hier Bereiche gäbe, an denen man wirklich vorbeilaufen könnte, die man nur findet, wenn man ganz genau hinschaut. Aber da das hier meiner Meinung nach das erste Resident Evil ist, das so offen ist, was die Spielwelt angeht, ich meine, ja, Code Veronica und der erste und der zweite Resi-Teil, die hatten ja auch schon dieses Backtracking-Element. Was ist dein Problem, Schwein? Die hatten ja auch schon dieses Backtracking-Element, aber hier wollen sie wirklich sehr in Richtung Open World gehen, habe ich das Gefühl. So, wartet mal. Ich habe ja hier jetzt die Kugel der Meerjungfrau. Die beiden Windmühlen. So, finde ich auch ein super Element. Also die Windmühlen. Ich weiß nicht, das gefällt mir. So. Oh, da ist ein Loch. Muss ich aufpassen. Uah. So quasi. Ja, sehr schön. Und so, jetzt hier den Weg lang. Achso, erstmal. Ups. Das war jetzt einfach. Bisher von den Labyrinthen das Einfachste. Hellgrüner Schädel. Dankeschön. Ja, damit habe ich jetzt auch hier alles. Warte mal, hier werden Ziegen angezeigt. Also Wild. Wild wird hier angezeigt, aber wir haben Schweine. So, ein Schuss, zwei Schweine. Ach, ich weiß, ich weiß. Nett ist's ja nicht. Nett ist's ja nicht. Es müssen übrigens Wildschweine sein, wenn wir von Schweinen Wildfleisch kriegen. Achso, aufschließen. Ah, ja, war von innen verschlossen. Ja, jetzt können wir hier einfach durch. Drei von vier Flakons, also. This way. Warte mal. Das war da vorher noch nicht. Da lang. Ah, jetzt haben sich auch hier die Chemikalien verflüchtigt. Die kamen dann wohl von Moreau, der alte
Puncher. Wartet mal. Da hinten konnte ich diese Tür nicht auch mit dem Ding öffnen, was ich jetzt gefunden habe, mit der Kurbel? Mit dem Ding. Ja, mit der Kurbel meine ich natürlich. Aber aufpassen, jetzt kann sich hier alles verändert haben. Ich muss nur schauen, dass ich hier auch den richtigen Weg laufe. Ich glaube, hier hinten lang ging das. Ja. Yep, das ist mit der Kurbel öffnenbar. Öffnenbar. Würde mich auch nicht wundern, wenn es hier generell jetzt weitergeht. Ja, hier hinten geht es irgendwo hoch. Yay, noch ein Plumpsklo. Boah, sogar sauber. Ich frage mich ja, warum sie es unbedingt so gestalten mussten, dass im 21. Jahrhundert hier noch Plumpsklos existieren. Ich meine, solche Hinterwäldler werden das doch nun auch nicht sein, oder? Wobei, es gibt ja bestimmt noch Regionen in dieser Welt, in denen es Plumpsklos gibt. Bestimmt gibt es das noch. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Ich meine, selbst in der miesesten Absteige hast du ein richtiges Klo. Außer hier. Aber gut, hier möchte man auch keinen Urlaub machen. Also außer man darf im Schloss der Dimitrescu wohnen. Dann ist das natürlich eine andere Sache. So, die Frage ist jetzt, was kann ich hier oben machen? Außer wunderbare Schneelandschaften genießen. Muss man ja wirklich sagen. Ich kann aufs Dach auf jeden Fall. Hier auf das Klodach, aber ich glaube nicht, dass das hier das Ziel ist, oder? Ich kann hier noch aufs Dach. Ah, da ist noch ein Schatz. Schaut mal. Hier ist ein Schatz. Taubenblutrubin. Klingt ja spannend. Kombinierbar, ein kleiner blutroter Rubin, der wohl mal zu etwas dazugehörte. Ja, die Kette. Ui, ist die dann damit fertig? Halskette mit leerer Fassung. Nein, da kommt noch ein Item rein. Okay, die Kette ist noch nicht fertig. Ui, die wird bestimmt super wertvoll. Wer bist du eigentlich, der Dieb des Rubins? Und hast du keinen Kopf mehr? Fehlt dir der Kopf? Nee, du hast einen Kopf. Okay, damit, also wenn mich nicht alles täuscht, habe ich dann jetzt auch hier alles, oder? Ich meine, sollte ich mal dazu kommen, in einem Resident Evil Urlaub zu machen, ist das Schloss auf jeden Fall eine ganz gute Option. Wo ist es denn nochmal? Hier war es doch noch eben. Hatte doch eben ganz guten Blick da drauf. Da, da ist es. Ist das Schloss eine ganz gute Option, aber bitte erst, wenn Ethan hier fertig ist. Wobei, stellt euch mal vor, ihr kommt hierher und hier sind alle tot. Im Schloss auch, alles tot. Gut, im Keller habe ich noch ein paar von den Dienern leben lassen. Hier lang, Papa. Okay. Ich gehe aber erstmal schnell zu meinem Freund, dem Duke, bevor ich in die offensichtliche Falle reinlaufe. Ja, ein paar von den Dienern habe ich leben lassen. Die Frage ist nur, ob man damit was anfangen will. Hat er den Kadu in der Hand? Und er bestaunt ihn. Entschuldige. Ankauf. So, eine kristalline Bestie. Das sollte reichen. Ein Schädel. Und der kristalline Moreau. Sehr wertvoll. Kristalline Überreste von Moreau. Sie scheinen einen anzustarren. Hier sind ja auch eine Menge Augen drin. Das erinnert mich auch verdammt an Bloodborne. Das fiel mir auch bei dem Bossgegner schon auf. In Bloodborne bekommt man ja Einsicht durch Augen und Einsicht dienen ja der spirituellen
Erhebung, um mit den Großartigen in Kontakt zu treten. Deswegen ein wunderbares Element. Kristallina Moreau, 40.000 Lei, die kann ich einfach nicht. Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. Die Schönheit des Grotesken, ja, Moreau. Nicht Moreau, Moreau. Sieh dir auch meine neuen Waren an. Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Ja. Oh ja. Kann ich hier... Oh, ich kann alle Waffen weiter upgraden. So, na dann. Wartet mal, gibt's erstmal eine Erweiterung? Gibt es eine Erweiterung für... Wow, ja, komm, einmal kaufe ich. Eine interessante Wahl. Nee, ich dachte, es gibt vielleicht noch eine Erweiterung für die Wolfsbane. Aber anscheinend nicht. Gut, aber erstmal alle Standardwaffen aufwerten. Ah, ich mache aber erstmal die Feuerrate überall. Die Feuerkraft. So. Die Feuerkraft erstmal aller Waffen. Oh, 48.000. Aber gut, der Revolver ist auch normalerweise ziemlich stark bei Resident Evil. Nachladegeschwindigkeit. Mit Vergnügen. Gut, damit hätte ich jetzt auch eigentlich alles. Auf Wiedersehen. So. So, konnte ich hier nicht noch abspeichern? Ja, konnte ich. So. Wir fangen mal am Anfang an, oder? Hier, Dorf, Kirche. Zack. So, überschrieben. Er sagte, this way. Also dieser Weg, den soll ich nehmen. Ja, der Weg ins Dorf. Bereite mich gleich auf eine Attacke vor. Das Tor ist gewaltsam geöffnet worden. Das Tor ist auch gewaltsam geöffnet worden, oder? War das schon so? Rose is waiting for you. Vor allem, wie schnell hier diese Aufsteller platziert wurden. Ui. Hi. Ui. Achso, sie droppen auch nur wild. Ach, ihr Armen. Ihr schönen Wesen. Tut mir leid, dass ihr sterben musstet. Für den Hunger des Dukes. Für den Hunger des Dukes. So, apropos. Ah, ja, ja. Kann ich bei dir was machen? Ja, kann ich. Geflügel. Aber das, ja, beim Blocken. Blocken mache ich ja eigentlich nicht. Dann lieber hier maximale Gesundheit weiter steigern. Hm. Danke. Dann will ich mal. Leckere Fleischröllchen. Fleischröllchen. Etwas opulenter, aber nahrhaft und in der Region sehr beliebt. Ein Bissen und man fühlt sich dauerhaft gestärkt. Auch was verdient. Genau, leckere Fleischröllchen aus Geflügel, Fisch und Wild. Solch eine lebensfeindliche Umgebung. Das wird ein Festmahl werden. So. Rose is waiting for you. So, ja, Zeremonienplatz ist das doch da hinten, oder? Ich weiß nicht. Wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken, wo er mich jetzt hier hinführt. Genau. Und ja, was ist das hier? Das ist ein Kadu, der da drin ist. Also der Teil dieses Symbols ist. Ein Embryo. Also ein Parasit wieder. Good luck, viel Glück. Okay, Heisenberg, was stellst du mir hier entgegen? Ich gehe hier erstmal durchs Gestrüpp.
explosive Fässer. Explosive Fässer sind nie ein Zeichen dafür, dass es gleich ruhig wird. Warum auch immer hier so viele... Was war das? Oh nein, sie sind über mir. Ich frage mich, wie viele Menschen hier gewohnt haben. Ich frage mich, wie viele Menschen hier gewohnt haben, dass sie so viele töten konnten. Ich meine, sie haben auch ihre Experimente mit einigen gemacht. Sie haben ja auch ihre Experimente mit einigen gemacht. Deswegen, wie viele Menschen gab es hier? Es war ja eine richtige Metropolenregion. Ja, man merkt das Upgrade der Waffe wirklich sehr. Ich meine, das ist dann so ein Part. Aber ich weiß nicht, was hier noch kommt. Okay, wartet mal. Aber ich habe noch... eine Granate. Ja, ein bisschen Munition für die Rifle wäre nicht schlecht. So, einen Schuss noch, zumindest in der Rifle. Ah, okay. Mehr Munition. Mehr Munition für die Rifle ist immer schick. Pistolenmunition nehme ich auch. Ja, ich erwarte halt... noch so eine Art Falle, weil hier gibt es ja einen Schatz. Der ist bestimmt gut bewacht. Deswegen frage ich mich, aber ja, der Level erinnert wirklich sehr stark an Resident Evil 4. Wow, fuck, fuck, fuck. Jetzt haben sie mich. Wartet, wartet, wartet. Da oben ist noch einer. Da bist du. Hui. Also ein wenig shootern muss man hier können. Ein wenig schießen. Schießen, shootern. Was auch immer. Oh. Skelettköpfe. Wie gesagt, wie viele Leute gab es hier? Dass hier so viele sterben konnten. Nun gut, ich habe jetzt ja auch nicht mehr die Waffen vom Anfang. Ich habe ja schon von einigen Waffen die aufgewertete Version. Hat sie auch noch weiter aufgewertet. Dementsprechend bin ich natürlich auch ein bisschen stärker mittlerweile.
Deswegen die Lykans, die ja am Anfang noch ziemlich schwierig waren, mittlerweile auch nicht mehr so die schweren Gegner sind. Und für die Sniper Rifle sowieso nicht. Damit nimmt man die ja extrem leicht aus dem Spiel. So, warte mal. Ich glaube, ich gehe jetzt hier nach oben. Ich glaube, das ist ein optionaler Bereich, oder? So, ein Hebel. Hey, ja, ich habe euch schon gehört. Wow, ich dachte, ich krieg dich in der Luft. Ja, ein Tipp ist immer manchmal in Deckung gehen. So, erstmal runter mit dir. Na, na, na. Okay, jetzt muss ich heilen. So, nee, also ein Tipp ist manchmal einfach. In die Knie gehen. Denn dann schlagen sie erstmal dann daneben. Boah, sehr schön. Geh runter von mir, du haariges Biest. Und so. Leben hier noch welche? Okay, wartet mal. Zeit für die Rohrbombe. Ja, sorry, dass ich hier gerade so abgehackt rede, so stammle. Aber wie ihr gesehen habt, waren hier auch einige Gegner unterwegs. Aber die sind jetzt alle besiegt. Und ich kann noch die andere Kurbel betätigen. Oh, was ich sagen wollte. Beim Schießen lohnt es sich manchmal, sich zu ducken, nicht in Deckung zu gehen. Klar, in Deckung gehen lohnt sich natürlich immer. Aber ducken, wenn der Gegner direkt vor einem steht. Denn dann schlägt er meistens oben erstmal ein, zwei Schläge daneben. Und das kann unter Umständen ein Vorteil werden. Das hatte ich zumindest auch bei Resident Evil 7 beim Kampf gegen Jack im Keller. Wenn man da mit der Handgun um ihn herum tanzt, so geduckt, dann trifft er einen nicht immer gleich sofort. Und das kann ein taktischer Vorteil werden. So. Jetzt aber hier. Erstmal Luft holen. Erstmal Luft holen, Leute. Oh, das Tor geht auch erst ganz langsam auf. Natürlich geht es erstmal nur ganz langsam auf. Natürlich. Natürlich. So, habe ich hier alles? Nee, hier liegt nämlich noch ein Schatz und den Schatz will ich natürlich haben. Deswegen, wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Mal einen Schluck trinken. Meine Lippen sind ganz trocken. Übers Mikrofon. Also übers Mikrofon hebe ich jetzt die Flasche. Ja, sehr gut. Gleich viel besser. Jetzt bin ich bereit, Schätze zu suchen. Der Schatz ist ja irgendwie hier so. Also über mir drüber muss er sein. Irgendwo über mir.
anscheinend noch eine Etage höher. Wie komme ich hier denn nochmal höher? Ich gehe jetzt hier erstmal durch das Tor und schaue, wohin es mich verschlägt. Es geht weiter zur Festung. Ja, da wollte mich Heisenberg ja hinhaben. Was ist dann der andere Weg? Also wohin führt der? Lasst mich jetzt hier erstmal schnell... Aber ich kann ja bestimmt nicht drüber springen. Genau, hier muss ich irgendwie drauf. Aber wie? Und dann ist der Schatz irgendwo da hinten. Wartet. Das schaue ich mir genauer an. Ja, der muss hier irgendwie sein. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich muss irgendwie hier oben drauf kommen, aber wie? Kann man sich hier so hochziehen? Nee. Und von hier aus geht's auch nicht. Ja, alles strange. Ich kann ja nicht springen. Oder ist der Schatz ganz unten und ich soll nur glauben, dass er ganz oben ist. Und es gibt hier einen... Ja, einen geheimen Weg in einen Keller oder so. Auf jeden Fall wartet da hinten noch ein Gegenstand. Hier gibt es noch was zu looten. Dürfte ich sie looten, währenddessen sie bluten? Nee, da komme ich jetzt nicht ran. Ja, strange, wie komme ich an diesen Schatz? Schatz, ach, unter der Festung. Ja, wirklich ganz unten drunter. Gut, dann wird die Festung... Ja, manchmal lohnt es sich wirklich einfach mal zu gucken, wie die Schätze heißen. Schatz unter der Festung. Also wird die Festung ein Kellergewölbe haben. Und in diesem Kellergewölbe finde ich dann diesen Schatz. Ja, so muss es sein. Und das ergibt auch Sinn. Hier ist nochmal ein Schatz, oder? Kannibalenbeute. Ach, das ist das Sägewerk, der andere Ort. Der andere Ort ist das Sägewerk. Ottos Sägewerk. Fühle ich mich dafür ready? Ich weiß es nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Hier vorne gibt es erstmal... Ja, einen Schatz. War das eine Krähe oder ein Mensch? Lass mich raten, die Tür ist jetzt zu? Nee, die ist offen. Oh Gott. Die bluten hier noch aus. Oh, lasst mich raten, das ist Otto.
Oh Gott, der hat ja auch so einen Riesenhammer. Oh Gott. Er kam auf die Idee, dass die hier alle so... Ah, der hat eine Axt. Das ist kein Hammer, das ist eine Axt. Okay, wartet. Ah, stimmt, ich habe ja hier noch... Okay. Alles nicht so schlimm, alles nicht so schlimm. Sage ich zumindest jetzt noch. Ich habe Blendgeschosse. Ansonsten nur meine Sniper Rifle. War's das? Oh. Ich bin halt irgendwo auch Dark Souls und Bloodborne-Bosse gewohnt. Kristalline Riesenaxt. Heavy. Okay. Ja, wie gesagt, ich bin Bosse aus anderen Spielen gewohnt. Wie eben Dark Souls, Bloodborne, Demon's Souls. Die sind alle ein Stückchen anders. Aber gut, das ist auch der mittlere Schwierigkeitsgrad. Flintenmunition. Okay, gut. Das war dann wohl Otto. Otto mit der Riesenaxt. Gut, dann danke Otto. Danke für dein Loot. Es gibt hier auf jeden Fall Vorhängeschloss. Oh, es gibt drei Vorhängeschlösser hier. So viel Munition, ich schieße die alle auf, obwohl ich auch mein Messer benutzen könnte. Was ich auf einem anderen Schwierigkeitsgrad auch auf jeden Fall tun würde. Wow. Okay, Otto hat Fleisch da. Ja, Otto hat einiges am Fleisch da. »8. Juli. Heute kommt der lustige Kaufmann wieder vorbei. Er gibt mir immer alte Zeitungen. Ich weiß, Miranda hat sie uns verboten, aber die Welt draußen ist so faszinierend. Letztes Mal stand etwas besonders Interessantes drin. Ein Artikel über eine Pharmafirma oder so. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber das Logo kam mir irgendwie vertraut vor.« Es war das gleiche Symbol wie das auf dem Kelch des Giganten und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch auf dem Wandgemälde in der Höhle gesehen habe. Es ist ziemlich speziell, sieht aus wie ein Schirm von oben. Was macht also das Zeichen einer fremden Firma hier? Hat es vielleicht was mit dem Mann zu tun, der vor ein paar Jahren mal hier lebte? Ach was, ich denke mich da bloß in was rein. Ein Mann, der vor ein paar Jahren hier lebte und das Umbrella-Logo, das hier auch in der Gegend zu finden ist, ja, das bestätigt meine Theorie, dass das Symbol, das wir auf dem Zeremonienplatz immer wieder gesehen haben und auch davor schon, dass das das Umbrella-Logo ist. Aber welcher Mann ist damit gemeint? Wesker? Ist das hier die Rückkehr von Wesker? Vater Nicolas Engel. Okay. Ziemlich groteske Bilder. Das ist Mutter Miranda. Den Schatz habe ich gefunden, aber in der Haupthalle gibt es noch Gegenstände. Ja, also auf jeden Fall Umbrella. Die stecken hier irgendwie mit drin. Ein Mann, der vor ein paar Jahren hier lebte. Aber Umbrella gibt es doch eigentlich nicht mehr. Es gibt mittlerweile Blue Umbrella, zu denen ja auch Chris gehört.
Die wiederum sind ja eine Anti-Bioterror-Einheit. Wie hängt das also zusammen? Ich habe keine Ahnung. So. Der Ausflug hierher war auf jeden Fall ganz praktisch, denn es gab Munition. Also ich bekomme immer noch Munition, denn ich habe ja hier anscheinend noch nicht alles gefunden. Dementsprechend gebt mir mehr Munition. Ich brauche sie. Ich mag Munition. Ich habe einiges verschossen beim Sturm auf die Festung. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt meine ganze Munition hier an Otto verbraucht. Wäre das auch ziemlich blöd gewesen. Von daher ein guter Kampf. Komme ich da rein? Da runter? Nee. Ein guter Kampf auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ein bisschen leicht, aber das liegt auch am Schwierigkeitsgrad. Jetzt habe ich alles. So, Sägewerk komplett gelootet. Dass sie sich wirklich die Mühe gemacht haben, hier auch den Untergrund ein bisschen zu designen. Oh, alles voller Blut. Der hat hier einfach draufgehauen mit seiner Axt. Ist euch eigentlich aufgefallen, als wir bei Chris waren, dass dieser komische lebende Baum, lebende Strauch, den er dabei hatte, das war der Pilz, das war ein Molded, oder? Und er hat ja auch gesagt, also nicht Chris, sondern sein Gehilfe hat ja gesagt, dass ein Pilzinfekt bestätigt wurde. So, jetzt haben wir diese Tür offen. Sehr gut. Ja. Ich finde es übrigens interessant, der Otto wirkte gerade wirklich wie so ein Psychopath und das war er sicherlich auch. Wenn ich hier aber den Text lese, liest der sich ganz normal. Gut, der ist auch vom 8. Juli, also locker 8 Monate her. Ja. Welcher Mann kann das sein? Welchen Mann meint er? Ich hoffe, ich habe jetzt hier alles. Man hätte ihn auch nach draußen locken können, oder? Oh, fuck. Das Empfangskomitee. Wartet mal, ich lock sie mal hier hin, dass ich die Brandfalle zünden kann. Komm mal her. Munition sparen wollte ich. Das kann man aber auch nur, wenn man trifft. Stellt euch mal vor, ihr habt hier den Kampf gerade so geschafft und plötzlich kommen die an. So. Tschüss. Kein Bock auf euch. Euer Geld nehme ich. Euer Leben nehme ich auch. So. Aber hey, ich habe doch hier schon alles geklärt. Ich habe doch hier schon alles geklärt. Den Weg zur Festung geöffnet. Sieht mir eher wie eine Läuterung aus. Dieses ganze Burgendesign erinnert mich wirklich sehr stark an Resident Evil 4. Und ich glaube auch, dass die meiste Inspiration aus dem 4. Teil gekommen ist. Denn der gilt ja nach wie vor für viele Fans als der beste aller Zeiten. Das beste Resident Evil aller Zeiten. Und dementsprechend werden sie da wohl sehr viel Inspiration hergenommen haben. Das merkt man auch einfach. Finde ich aber auch okay. Es macht Spaß. Also ich finde es sogar hier passender als damals bei Resident Evil 4. Wobei, was mich am 4. Teil so ein bisschen stört, ich finde ihn ja eigentlich gut, aber was mich so ein bisschen stört, ist, dass der in der Mitte halt ziemlich lang wird.
Aber ich werde den Teil nochmal spielen müssen. Ich habe ihn auf Twitch nicht beendet. Und ich glaube, ich werde nochmal eine YouTube-Session mit Resident Evil 4 machen müssen. Müssen ist gut. Machen wollen. Und dann wirklich auch versuchen, das Ganze in bester Qualität, 4K, 60 FPS. Ich muss mal schauen, welche Version von Resi 4 mittlerweile so die beste ist. Und die dann spielen. So, die Festung. Ich hatte jetzt schon so ein wenig auf Heisenberg gehofft. Ich bekomme Munition und eine Rohrbombe. Rostige Reste. Oh, 4000 Lei waren das. Sehr geil. Na gut, ihr lieben Freunde, dann nutze ich jetzt hier mal die Chance und speichere ab. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Resident Evil Village. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich zu wissen, wie es hier weitergeht. Werden wir Heisenberg hier treffen? Was erwartet uns hier in der Festung? Und wie kommen wir von hier aus weiter zur Fabrik? Denn das ist eigentlich sein Bereich, die Festung. Wem gehört sie? Wer wohnt hier? Wen hetzt er uns auf den Hals? Das alles finden wir heraus. Bleibt dran, freut euch. In diesem Sinne, haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank. BB, euer Hyuga.